Achtung, Hilfeleistung, Einsatz für KEF 1, oh. RTW 1. Einsatz für den RTW und das KEF, sehr, sehr nice. Wo ist der Kollege Nutzan? Ah, endlich mal wieder ein neuer Einsatz. Sehr cool. Ich bin gehypt, Jungs. Hilfeleistung. Personen hinter verschlossener Tür, vielleicht? Wir fahren los, würde ich einfach mal sagen. Direkt erstmal Horn an. Das ist natürlich nicht so gedacht gewesen. Blau an und Licht an. Jetzt guck ich mal. Das Käfer ist schon raus. Da schließen wir uns dann gleich mal an. Auf dem Navi habe ich aktuell auch nichts. Ja, doch, habe ich. Aber eine ganz andere Strecke als der fährt. Interessanterweise. Ah, jetzt. So, Kreuzungsgebiet, wir fahren rein. Ja, nichts unter Pressluft. Pressluft wird immer gefahren mit, also. Was ist besser als Pressluft? Noch mehr Pressluft, also somit. Oh, Kollege, 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 Kollege. Heiliges Blechte, der wieder besoffener Praktikant, Alter. Naja, ganz klar, besoffener Praktikant. Oh Gott, ich sehe noch, Alter, der fährt. Ja, wir fahren im KEF hinterher. Ganz ehrlich, wenn vor mir Kollegen fahren, dann fahre ich auch einfach den blind hinterher erstmal. Ein Auge ist immer auf dem Navi, aber man kann schon seinen Kollegen mal trusten. Das Ding ist halt, die halten da ganz komisch an und wenn ich dann anhalten muss, ist das halt auch immer ein bisschen schwierig. Der weiß, wo er hinfährt? Anscheinend ja. Okay, ich wäre jetzt auch links abgebogen. Hey, ist da ein Blitzer? Wurden wir gerade geblitzt? Oder war das einfach nur so ein Fehler? Aha, nee, Krankenhaus, okay. Ich merke schon, wir fahren so einen Scheiß zusammen. Dem besoffenen Praktikant darf man anscheinend doch nicht vertrauen, Text Ortskenntnisse. Obwohl? Nee, gar nicht. Navi sagt einen Scheiß zusammen. Oh, Polizei auch schon vor Ort. Ja, da würde ich halt jetzt lieben gerne rückwärts hinfahren. Aber. Oder so seitlich. Aber halt nicht so, wie die das wollen. Aber leider Gottes muss ich das so machen. Ist die spielerische Freiheit so ein bisschen. Hops. So. Gut, ich markiere aber jetzt trotzdem, dass wir so stehen. Ja, die Matrix ist auch ein bisschen lost. Muss ich ehrlich sagen, dass die jetzt raus ist. Bevor wir ins Einsatzgeschehen reingehen, schauen wir kurz. Also RTW, Polizei und KEF. An sich können wir alles nachalarmieren. Nee, aber die Polizei ist halt irgendwo woanders. Das ist auch nicht die Polizei, die wir gespielt haben. Interessant. Ja, RT machen wir. Somit, wir organisieren den Einsatz. Technische Hilfeleistung können wir nicht. Verkehrsunfall haben wir nicht. Einsatz organisieren, wir sitzen erstmal ab. Einsatz organisieren, absitzen, Ortsbegehung. Jo.
Ich bin ja eigentlich kein Fan an der Einsatzstelle, so wie jetzt beim Wohnviertel mit Blau dazustehen, sondern eigentlich immer auszumachen. Aber ihr seid ja alle so blaulich geile, deswegen lassen wir es jetzt mal an. So, wir nehmen die Trage mit raus. Ich habe immer noch keinen Plan, was überhaupt hier ist. Also überhaupt keinen Plan. Aber eins ist klar, wir nehmen die mal mit vor. Na gut, brauchen wir eh Tragestuhl dann wahrscheinlich. So, wir hören einfach mal mit als RS. Eigentlich nicht unsere Aufgabe. Eine ältere Dame wurde schon seit mehreren Tagen nicht mehr gesehen. Ihre Familie macht sich Sorgen, dass das passiert sein könnte. Okay. Ihre Wohnung befindet sich im ersten Stock. Meine Kollegin ist oben, kann euch mehr sagen. Alles klar. Dann gehen wir doch mal auch in die Kef an sich kurz. Und schauen uns mal. Ne? So. Guten Tag. Moin. Erzähl mir, was passiert ist. Ja, die Wohnungsleiterin ist eine gewisse Frau Berner, 86 Jahre alt. Sie lebt hier. Laut Aussagen der Angehörigen seit einer Woche weder telefonisch zu sein, noch öffnet sich die Tür. Aha. Wir hatten bisher auch keinen Erfolg. Es bleibt nur die Tür zu öffnen und nachzusehen, was hier los ist. Okay. Ja, also. Hilflose Person hinter Tür. Dann fangen wir mal an. Wahrscheinlich. Haben wir hier Zifix? Warte mal. Ich dachte gerade so, ich kann hier jetzt einfach entspannt reinsteppen. Okay, dann leiten wir offiziell technische Hilfeleistung, Türöffnung vor. Okay, der Kollege ist da schon fitter. Mit dem RTW kann ich noch nicht viel machen. So. Tür ist offen. Ja, Feuerwehr geht nicht als erstes rein. Der Rettungsdienst geht als erstes rein. Ah, das passt auch sogar. Ja, aber warte mal. Jetzt machen wir es schon ordentlich. Ja. Ich finde das sehr, sehr wild, dass der... Ich wollte es gerade sagen. Also wenn der Notzahn jetzt hier nicht die Anzeige bekommt, ja, guck du mal bitte. Ja, schöne gute Tag, der Rettungsdienst. Ja, wir waren ein bisschen laut, haben sie ihr Hörgerät vergessen, ha? Ja, ihnen geht's gut, oder wie? Ja, wir sind der Rettungsdienst, ne? Von der Feuerwehr. Geht's ihnen denn gut? Ihre Familie schickt uns. Sie konnte seit Tagen nicht erreichen. Telefonskabel, sind sie beim Putzen nachgekommen? Jemand... Bitte was? Was los? Was soll das alles? Wer sind Sie überhaupt? Ich bin dement. Alles gut. Die Sanitäter werden Ihnen das... Also wir sind die Sanitäter. So, wir haben drei Optionen. Folgen Sie mir. Ich bin... bringen Sie zum Rettungswagen. Gehen Sie zum Rettungswagen. Die Sanitäter werden sich um Sie kümmern. Warten Sie hier. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Ja, also... Machen wir mal eins. Dass das halt funktioniert, ist halt ein Witz, ne? Also die Dame, ja, gibt es halt zwei Optionen, ne? Erstmal jetzt hier mal eigentlich ein ABCDE-Schema, gucken, ob die Dame stabil ist. Das kann ja auch sein, dass einfach das Telefonkabel beim Putzen ist. Das passiert bei älteren Leuten so oft, dass das Telefonkabel raus ist oder dass sie halt ihre Hörgerät verlegt haben, keine Batterie mehr haben. Ja, das kann halt alles sein. Und somit würdest du die jetzt nicht deswegen gleich damit mit runternehmen. Dann würdest du halt gucken, wie ist der Zustand und. Gut. Sie sind ein Held, ja, natürlich. So, Warten Sie hier, die Sanitäter werden sich gleich um sich kümmern, das ist auch geil. Die Sanitäter. Also wir sind ja die Sanitäter. Ja. Ist halt auch mega nice.
Warum gehst du rückwärts? Ich gehe rückwärts, weil ich das jetzt sozusagen mir... ich will den Patienten sehen. Und will natürlich mit dem... Ja, yes. Und sozusagen eigentlich, wenn nimmst du die Person an die Hände und ne, deswegen. So, wartest du hier bitte? Jetzt nehmen wir unseren RS. Ja, das war ein bisschen dumm von mir. Ich hätte sie jetzt gleich da vorne hinstellen können. So, zack. Nutzern, kommen Sie mit. Ja, kommen Sie mit. Oh ja, kommen Sie. Kommen Sie mit! Digga. Muss die Trage neben dran stellen, safe, oder? So. Ah ja. Ah, aber das ist nicht schön, ne? Kein Patientenlaken unten drunter, kein Patientendecke, wo ist das Kissen? Fehlt alles ein bisschen. Wenn der Patient drauf ist, ist die Trage in einem Zweimannbetrieb. Ah, das könnte man halt alles schöner machen. Aber immer noch hier, das ist eine Feuerwehrsimulation und keine Rettungssimulation. Zack. Drückst du bitte den Knopf? Dankeschön. Wunderbar. Ja, Notzahn, du gehst eigentlich hinten rein und ich mache hier die Türen zu. Ja. Gut, dann fahren wir die gute Dame doch mal ins Krankenhäusle. An sich ist alles andere sonst erledigt. Warte mal. Was will der machen jetzt mit der Patiententrage? Wo will der hin? Ja, wundern Sie sich nicht, alles gut. Was macht der RSler? Also ich soll ihn jetzt reinschieben, aber das haben wir doch alles gerade schon gemacht. Ja, scheiße, hey. Nee, 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 nee. Das jetzt, jetzt funktioniert gar nichts mehr gerade. Warte mal, kann ich jetzt irgendwo sagen. Ich kann halt auch nicht mal den RTW ansteuern. Warte mal, kann ich den RTW ansteuern? Nee. Gut, dann muss ich mal hier eingreifen. RS. So. Weil ich glaube, der Notzahn sollte eigentlich wissen, dass wir noch nicht mal ansatzweise da sind. Fahr zum Krankenhaus. Ja, Bruder, gerade schwierig. Also sie wollen auf jeden Fall zum Krankenhaus fahren. Das ist schon mal gut. Einsatz organisieren, abrücken. Zack. Achso, nee, ups. Oh, ich dachte gerade, der RTW will losfahren. Oh, bin ich gerade erschrocken durch das Kev. So. Gut, jetzt geht's einmal hoch und dann werdet ihr einmal nach hinten schoben. Nicht erschrecken. Es gibt so einen kleinen Ruckler. Das ist die Automatik von heute. Zack. Und da müsste eigentlich der Notzahn drinstehen. Dass der Notzahn halt nicht hinten sitzt, finde ich halt schade. Also wirklich, das ist halt...
Dann könnt ihr einfach da hinten auf so auf den Stuhl sitzen. Das wird, oder hier vorne links gleich auf dem Stuhl. Das wäre ja perfekt. Der müsste jetzt nicht unbedingt vorne sitzen. So, dann fahren wir die Dame noch mal kurz ins Krankenhaus. Einmal Warnblinker an. So, zack. Und dann fahren wir sie doch mal. Ja, das ist keine Indikation, um jetzt blau zu fahren. Die Patientin ist stabil. Ne, ich bin gerade RS. Und dann fahren wir die gute Dame mal ins Krankenhäusle. Ja, an sich eigentlich ganz entspannter Einsatz so. Ist mal was anderes. Aber ich muss sagen, es könnte halt umfassender sein. Also wirklich. Es könnte ein bisschen mehr Action bringen. Was sagt ihr, Chat? Oder was sagt ihr in den Kommentaren, YouTube? Wie gefällt euch der Einsatz? Ich bin jetzt auch gespannt, ob wir da irgendwie eine Notaufnahme reindappen können oder ob wir da den Patienten einfach nur so abliegen und sagen, ja, servus, ciao, hau rein. Es wäre auch ein bisschen schade. Übrigens, ich habe bis jetzt immer noch nicht rausgefunden, wie man blinken kann. Ja. Also wenn jemand mal einen Plan hat, wie man blinkt, darf das mir gerne sagen. Ah, lol, mit Pfeiltasten. Okay. Schon erledigt. Ich hab's rausgefunden. Ich war der Meinung, ich habe schon mehrfach drauf gedrückt. Ah ja, das ist so einer, der schon die Handschuhe anhat, bevor er alarmiert wurde. Ja, ganz schwierig. Also als Fahrer hast du keine Handschuhe an. Ja. Also, keine Ahnung, dieses Mülheim an der Ruhr, ne, hat anscheinend nicht so den optimalen Rettungsdienst. Anscheinend ist hier ein bisschen schlechte Qualifikationen vertreten. Vielleicht sind wir ja auch gar nicht Rettungssanitäter und Notfallsanitäter, sondern Ersthelfer und Laie. Moment mal, hast du die gesamte Kontamination von dem Patienten in den Vorderraum geschleppt? Ja. Aber keine Sorge, ich werde auch bei Rückfahrt dann auch nochmal mit den Handschuhen hier sein. Ne? Und beim nächsten Patient werde ich die gleichen Handschuhe einfach wieder benutzen. Das ist Daily Drive und Daily Handschuh, weißt du? Ist alles Daily. Was für ein Weg. Kann mal die scheiß Ampel umschalten. Und auf der Wache, stimmt, auf der Wache habe ich die auch an. Da ist ja meine Kollegen auch haben sollen. Also jetzt bitte. Was ist das für eine Ampel? Hallo? Jetzt Kollege, du guckst jetzt mal weg. Ah, nee, du guckst nicht weg, da kommt ein Auto. Ah, doch, das will umschalten. Ja, Pressluft ohne Blaulicht ist immer gut. Würde halt niemals angehen. So. Oh Gott! Alles unter Kontrolle. Hätten wir nicht einfach nur einmal links fahren müssen? Und also es wäre doch ein viel kürzerer. Wir hätten doch einfach nur einmal links fahren müssen und dann wären wir auch da gewesen, ne? Wir sind jetzt nur den langen Weg gefahren. Naja, gut. Die Dame ist glücklich. Der da hinten hier Ruhe. Und alles ist wunderbar. Jetzt einmal hier rum. Ne. So. Ne, jetzt ist grün. So, dann. Motor aus. Warnblinker. Achso, Warnblinker geht nicht. Warte mal.
Jetzt geht aber Warnblinker. So, zack. Zack. Notstand auf, Notstand macht nieder. Alles klar, wir machen den Patienten alleine, weißt du? Übergabe und so im Krankenhaus, das gibt's nicht. Zack. Sodele, da sind wir schon da. Jetzt fahren sie wieder raus. Ja, guten Tag. Sie lächeln, ne? Ihnen geht's gut. Geht's Ihnen besser als vorhin? Super, freut mich. Jetzt lasse ich sie ein bisschen runter. Jetzt ist es ein bisschen steiger. Oh Gott, ja, das ist mir ein bisschen zu nah. Jetzt geht's einmal ins Krankenhaus. Und dann gucken wir mal. Achso, schon die Tür treffe. Jetzt Kopf rein oder was? Hä? Was ist denn jetzt meine Aufgabe? Okay. gute Besserung, gute Reise, guter Flug mit weg.de. Sind wir am Start. Ja, okay, das ist halt. Also Leute, da hätte man schon noch eine Türanimation machen können und dass man da reingeht. Also. Ah, ganz schwierig. Von dir möchte ich nicht behandelt werden. Danke dafür. Ganz, ganz wild. Ganz, ganz wild. Gut, dann für die YouTube-Zuschauer. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt von diesem Chaos-Trupp hier. Ja, lasst ein Abo da. Und ansonsten schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Zwecks dem Einsatz. Bis dann, haut's rein. Tschö. Sie nennen mich den Medic, der Retter in der Not. Bewaffnet mit Pflaster, ein klein wenig rot. Ich hol dich zurück, keine Angst vorm Tod.